muss ständig durch, das nervt schon unheimlich. Ne? Kette wahrscheinlich wieder kaputt. Ja, wieder Kettenkanne. Ja, kann ich nichts machen. Du kann ich noch nicht mal sehen, wo das ist. Irgendwas stimmt aber der Kette hier nicht. Ja, da war das. Da haben wir das gehabt eben. Ja, nochmal. Da. Ja, wo ist er jetzt, der Bursche? Einfach da mal wieder, ob wir den da finden, da war das schneller, ne? Da war der irgendwo. Irgendwo war der eben. Bremsen. Nochmal zurück. Da. Da haben wir das Stück, ne? Seht ihr das? Ja, wenn es hier lang geht, aber hier, da. Zurücknehmen. Da. Ganz klar zu sehen, ne? Gehen wir mal weiter runter hier hin. Der muss ja irgendwo hier sein. So. Hier ist er. Da. Seht ihr, was ich meine? Der bleibt, der Haken bleibt da, ne? Der bleibt stehen. Kann gut sehen, ne? Gut, muss ich gucken, warum das so ist. Ob wir das hingekriegt hätten mit Bewegen. Wenn man unterwegs ist und das auch so bisschen kontrolliert und sucht, könnte man das hinkriegen, gängig machen. Das heißt, ein bisschen bewegen. Der will nicht, der will nicht. Nee, der ist irgendwo richtig verbeult. Keine Ahnung, den kriege ich hin. Und dann nehmen wir den hier raus. Und hätten einen Stift reinsetzen können. Ich mache das mal anders. Ich gehe damit in den Keller. Wir bauen die ab. Und versuchen die gängig zu machen, ja. Ich nehme die mal runter. Da habe ich meine Zange hier. Ja, diese Zange. Machen wir das Kettenschloss auf. Das ist natürlich das Tolle beim Kettenschloss. Auch sogar gleich hier, super. Dann können wir nämlich um einiges besser arbeiten. Super. So. Mal schauen, aber ich kann da nichts erkennen. Als wenn er hier oben. Ja, wenn er da oben eine Druckstelle hat. Das kann sein, das könnten wir den kürzen, aber ich will das mal versuchen, so hinzukriegen mit ein bisschen Bewegen. Ne? Oben biegen, unten biegen. Also, wenn man so guckt, zu sehen ist hier gar nichts. Kann man auch ganz rumdrehen.
Ach, er hat einen Schlag abgekriegt für das hier, ne? Muss ich mal gucken, ob wir das gängig kriegen, wieder das Ding hier. Ich könnte die Kette natürlich jetzt auch kürzen, ne? Weil es jetzt genau hier vorne ist, dann müsste ich mir nicht so viel Arbeit machen. Aber wenn es in der Mitte wäre, dann müssten wir uns eine andere Lösung ausdenken, ne? Und wie kriegen wir die jetzt schnell wieder gängig? Eigentlich sollte man das doch nicht bewegen, wie es hinkriegen, ne? Gängig machen hier. Und auf der anderen Seite. Ja, ja, noch nicht ganz, aber schon besser geworden. Also bewegen wir die so unter Druck und dann nach allen Seiten, ne? Schon fast gut, ne? So, jetzt. So, der Rest spielt ihn nachher hin, ne? Können wir die Kette wieder aufbauen. So. Dann waren wir hier auf den untersten. Ja, hinter den Steg durch, ne? Das ist wichtig, dass hier hinter den Steg durchgeht. Ja. Und dann unten eintüdeln. Jetzt haben wir mal ein Draht geholt, ne? So ein Teil. Da hacken wir beide Enden ein. Also einmal hier dieses hier. Hier rum. Und so. Ne? Dann haben wir ein bisschen mehr Luft. Können wir das Kettenschloss jetzt hier einarbeiten. Ne? Ich zeige euch, was das ist. Aus der so. Okay. Müsst ihr darauf achten, dass es auf jeden Fall zu ist. Ne? Könnt ihr sehen, ist zu. Und dann war es das schon. Ja. Sorry. Also ganz oft ist das nur eine Kleinigkeit, aber wie gesagt, wenn ihr unterwegs seid, ist das natürlich ganz schön nervig. Ne? Habt ihr gesehen? Einmal runter, einmal gerade gebogen. Das funktioniert. Einmal frei hätte man natürlich auch unterwegs machen können. Nur wir waren 2 Kilometer vor unserem Ziel, dann brauche ich es nicht. Aber sonst ist es kein Fahren mehr gewesen. Das heißt, dann hätte ich absteigen müssen und schieben. Und deswegen sage ich, das kann man auch unterwegs machen. Das Kettenschloss kriegt man auch auf, indem ihr das immer hin und her bewegt. Wenn ihr so auf und auf wackelt, dann kriegst du das auch auf. Und zugezogen habt ihr gesehen, das geht. Dann braucht man nicht unbedingt das Werkzeug mit haben. Aber wichtig ist, immer ein bisschen Werkzeug dabei haben, das ist ganz klar. Nur die Kettenzange, die habe ich nicht mit, aber man kriegt das Kettenschloss auch so auf. Ne? Wie ihr das Kettenschloss ohne Werkzeug aufholt, zeige ich euch mal ganz kurz. Hier ist das Kettenschloss. Packt ihr hier an. Ich habe natürlich jetzt Handschuhe an, unterwegs hättet ihr keine, aber dann wackelt ihr das hin und her.
Aufnahmen sieht man. Und zu, habt ihr auch gesehen. Und zu. Ja. Also wie gesagt, kann natürlich auch seine Hände dafür benutzen. Ohne Handschuhe ist natürlich ungünstig ein bisschen, aber es funktioniert auch. Ne? Man kann also unterwegs, wenn man nichts hat und keine Möglichkeiten hat, dann muss man das mit den Händen machen. Dann hat man natürlich ein bisschen schwierige Hände. Aber sonst im Großen und Ganzen ist es eine simple Sache. Hätte ich auch unterwegs reparieren können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt diesen Kanal hier kostenlos abonnieren. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.